besonderen Quiz, das Sie so wahrscheinlich schon bald auch im ARD-Vorabend sehen werden. Also, Jörg Pilawa, ich zeige jetzt mal, wie ich es mir gedacht habe und dann dürfen Sie. Es geht so, ich stelle meinen Kandidaten gleich verschiedene Quizfragen. Das Besondere dabei, nicht ich gebe, wie bei einem normalen Quiz, die Antwortmöglichkeiten vor. Das übernehmen meine drei prominenten Gäste. Hier sind der Musiker und Entertainer Wigald Boning als Antwortmöglichkeit A. Der beste Comedian, dieses Land je gesehen hat. Hier ist Olaf Schubert. Und sie ist Tagesschau-Sprecherin Linda Zerwakis. Ein herzliches Willkommen euch dreien als Antwortmöglichkeit C. So, jetzt erkläre ich Ihnen, was passieren wird. Ich werde gleich eine Frage stellen. Zu dieser Frage gibt es drei Antwortmöglichkeiten. A, B und C. Aber nicht jeder unserer prominenten Gäste hat die echte Antwort vorliegen. Zwei unserer prominenten Gäste bekommen Fragezeichen auf ihre Antwortkarten gedruckt und müssen improvisieren. Sollte mein Kandidat, der hier gleich stehen, dennoch die richtige Antwort erraten, bekommt, und jetzt halten Sie sich fest, das ist eine Show, die habe ich für Sie konzipiert, jeder von Ihnen hier 1 €! Jawohl! Für jede richtige Antwort gibt es 1 €. Ich weiß. Ach Mensch, wenn Helmut Kohl diesen Applaus hören könnte, er würde sich freuen auf seiner Wolke 7. Aber ich glaube, nur um sicher zu gehen, dass Sie mich verstanden haben, sprechen Sie mir nach. 1 €, 1 €, 1 €. Genau. 1 € gibt es. Und ich habe einen Kandidaten hier vorne stehen, der diese Last auf seinen kleinen Schultern ertragen muss, die ganze Zeit zu wissen, dass wenn er nicht performt, dass Sie kein Euro bekommen. Und an dieser Stelle möchte ich den Gast meiner Show und vor allen Dingen der Menschen, der die Fragen zu beantworten hat, zu mir rufen. Das hier ist meine Joker-Show. Klaas, du bist dran! Ja, so schnell kann's gehen. Klaas auf Oblauf aus Berlin. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, freut mich. Schön, Sie kennenzulernen. Hallo, freut mich sehr. Guten Tag, auf Oblauf. Guten Tag, auf Oblauf. Guten Tag, Herr Boning. Du merkst schon selber. Moment mal. Wenn, nur damit ich das, ich habe natürlich jetzt, weil ich wusste ja nicht, dass ich hier mitmachen muss, habe ich jetzt nicht so richtig zugehört. Ja. Also es ist so. So machst du das, bei meinen Shows abschalten, oder was? Ja. Ich bin bei deinen immer mit Feuer und Flamme dabei. Ich relaxe in der Zeit. Okay, und deswegen, also nochmal, damit ich das einmal kapiert habe. Es ist so, du stellst eine Frage. Richtig. Und dann gibt es drei Antwortmöglichkeiten. Zwei davon sind frei erfunden. Genau. Weil ihr in den Umschlägen Frage. Genau. Und, aber einer sagt die richtige Antwort. Einer sagt die Wahrheit. Und wenn ich es weiß zum Beispiel, ist eh super, weil. Das ist ja wie in jeder anderen Quizshow, dann kann ich einfach die Wahrheit sagen. Klaas, das wäre nicht meine Show, wenn du die Antworten wissen könntest. Gut, du kannst natürlich aber auch jederzeit nachfragen. Also hast du das Gefühl, du musst dem Ganzen noch mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, ist das natürlich deine Freiheit. Aber ich sage dir noch mal, die Menschen hier, die sind auf dich angewiesen. Aha, ach, daher weht der Wind, dass wenn ich hier vergeige, kriegen sie kein Geld. Und deswegen glaubst du, das Publikum hasst mich danach für den Rest des Abends. Das ist die Idee. 1 €, 1 €, 1 €. Gut. Na gut. Super. Tolle Idee. Ihr habt leichtes Spiel. Ihr habt leichtes Spiel. Ich finde es sehr gut, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Ihr wusstet, worum es geht. Das Publikum möchte 1 € pro Spielrunde gewinnen. Ich würde sagen, wenn du soweit bist, Klaas, gib mir bitte ein Zeichen. Daumen hoch, genau. Ich bin gut drauf. Dann kann dieser Spielshow nichts mehr im Wege stehen. Ladies and Gentlemen, hier ist Frage Nummer 1. Am 28. Juni 2009 veranstaltete Stephen Hawking eine Party, zu der niemand kam. Warum? Bitte nehmt eure Umschläge in die Hand, lest in aller Ruhe eure Antwortmöglichkeiten durch. Ihr seid soweit. Ich tanze noch ein bisschen, denn ich mag die Musik. So, Antwortmöglichkeit A, lieber Wigald. Stephen Hawking wollte beweisen, dass Zeitreisen unmöglich sind und schickte darum die Einladung am Tag nach der Party ab.
Gut. Also hier steht, er wollte beweisen, dass er ein Genie ist und hat die Einladung deshalb als mathematische Gleichung ganz geschickt verschlüsselt, sodass er niemand dechiffrieren konnte. Okay. C. Gut, bei mir steht, dass der Sprachcomputer von Stephen Hawking defekt hatte und die Einladung nicht für den 28. Juni, sondern Juli datiert hat. Deswegen waren die nicht im Juni da, sondern halt einen Monat später. Ah, okay. Okay. Also wenn du wirklich einmal, man kennt das ja von eigenen Partys, man lädt ein und dann bringt noch einer einen mit und am Ende hat man die ganze Bude voller Idioten, ne? Alle stehen in der Küche, einer lehnt sich an den Lichtschalter nachts um drei und man kennt das, so typische Partys. Katastrophal, kenne ich. Da lehnt sich einer an den Lichtschalter. Ja, dann geht's Licht an, dann sieht man auf einmal, wer alles da ist auf einmal und so. Und ich glaube wirklich, die einzige Möglichkeit, die Bezahlschranke der Intelligenz ist, einfach diese Rechenaufgabe zu machen, so dass man dann irgendwann dann auf einmal weiß, ah, das ist da machen soll. Und da war halt niemand schlau genug und deswegen, er will nur seinesgleichen haben und er ist einzigartig. Ne? Ich glaube, Antwort B ist richtig. Ich glaube, der hat das gemacht. Antwort Möglichkeit B, sagt Klaas Vervoer Umlauf aus Berlin, ist das, was er eingeloggt wissen will. Frage, ist das richtig? No. You are such an idiot. Welche Antwortmöglichkeit wäre denn die richtige gewesen? Na echt? Kriege ich das Geld jetzt? Naja. Ich war kurz davor. Du redest dich einfach nur raus, ne? Kein Euro für die Leute, kein Riegel für die Leute. Ne? Das ist einfach so. Kurz davor ist halt nicht die richtige Lösung. Punkt. Ja, ja. Bringt hier keinem was, dein Gelaber. Okay, also es tut mir leid, ich habe noch ein paar Chancen. Ich werde Ihnen den Abend nicht versauen. Sie werden als reiche Menschen diesen Saal verlassen. Aber wir haben ungefähr 100.000 Fragen und das wird lebensverändernd für Sie. Ja. Ja. Gut. Wir kommen zur Frage Nummer 2, um einfach den Leuten das zu geben, was sie verdient haben, nämlich ihren Euro. Mhm. Gut. Dafür haben wir ein Bild vorliegen. Und die Frage ist, mit welcher Erfindung veränderte dieser Mann eine ganze Generation? Ist nicht Andreas Burani? Gut, ich bin der Einzige, der die Ähnlichkeit sieht anscheinend. Antwortmöglichkeiten A, B und C sind durchgelesen worden. Wir hören uns gerne an, was hat dieser Mann erfunden, das eine ganze Generation verändert hat? Antwortmöglichkeit A. Es handelt sich bei dem Herrn um den Erfinder des Burkinis. Antwortmöglichkeit B. Er erfand das EMS, das elektronische Muskelstimulationssystem. Ach, das sind diese, das kenne ich, wo man sich so anschließt, wo man nicht mehr ins Fitnessstudio muss, sondern man kriegt irgendeine Art, ja, USB-Stick eingepflanzt, genau. Und dann ich mach das Training für einen. Ich halte meinen Finger in die Steckdose, ist auch sehr intensiv. Linda, Antwortmöglichkeit C bitte. Ja, das ist ganz klar der Erfinder von Tinder. Von Tinder? Also ich glaube, Burkini kann ich mal ausschließen, weil er sonst wahrscheinlich ein ganz bisschen religiöser wäre. Ansonsten hätte er sich ja quasi nicht auf einen Hype gesetzt, sondern auf eine Religion. Das finde ich dann schon sehr geschäftsmännisch, wenn man selber damit überhaupt nichts am Hut hat. Das zweite, EMS, finde ich ein bisschen langweilig. Und warum sollte das eine ganze Generation verändern? Das Einzige, was eine ganze Generation verändert hat, ist halt Tinder. Es geht um einen Euro in dieser Runde. Du sagst... Tinder. Wir loggen ein, Antwortmöglichkeit C, Tinder. Und schauen mal, ob du richtig liegst oder nicht. Und ob das Publikum einen Euro bekommt oder nicht. Jawohl! Für euch. Ein life-changing Moment. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Joko Winterscheid. Du bist die? Caroline. Ein Euro hast du gerade gewonnen. Ja. Vielleicht gibst du mal zum Besten, wie investierst du diesen Euro? Ich glaube, ich hole mir gleich einen Riegel. Aber sofort einen Riegel für einen Euro oder teilst du dir das ein bisschen ein?
Ist natürlich ein Euro, das ist so, man kennt das, ne? Wenn man im Lotto gewinnt, dann ist es auch mal schneller ausgegeben, als man denkt. So ein Euro würde ich gut... Kauf Bitcoins. Ein Riegel. Ein Riegel. Ist eine gute Investition, ja. Das denke ich auch. Wunderbar. Also ein Riegel ist schon mal möglich für euch alle hier tatsächlich. Denn Klaas Häufer-Umlauf hat die zweite Runde richtig beantwortet. Er ist ein Genie. Respekt.